war so jetzt aber nicht geplant. Ah, oh, Junge. Hä? Alter, schmeißt ihr mit Granate oder was? Alter, was geht? Rasch halt völlig aus. Kriegst du denn bei der Bang-Maschine dann auch, oder? Kann es sein, dass es ein PNG-Schnee ist? Ja, irgendwie ein ganz komischer. Auch völlig ein schönes Material rum. Hei, hei, hei. Was haben wir hier noch? Ein Besen, ein Tagbuch eines Bergsteigers, ein Schlafsack, einen Schrank, den wir nicht aufkriegen. Aha, 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 aha. Und da oben im zweiten Stockwerk, wo keiner ohne Chatpack hinkommt, eine Leiche oder Teile davon. Vier Häuserteile sehen. Da hängt noch etwas dran. Da bin ich auch noch gespannt, was es damit auf sich hat. So, erstmal das Tagebuch eines Bergsteigers. Zip. Zip. Memo zur Fabriksicherheit. Wir bitten euch, besser auf die Zugangsberechtigung der Leute zu achten, die hier rumlaufen. Gestern hat sich diese Reporterin Lauris Stetten schon wieder hier eingeschlichen. Das muss aufhören. Wer dabei erwischt wird, ihr Zugang zur Anlage zu gewähren, wird dafür zur Rechtschaffenheit gezogen. Gezeichnet Management. Ah ja. Tolles Personal, ne? Vier Häuser, Teil 7. Das Alter des schwarzen und grünen Hauses sind gleich. Ja, schön. Viertes Bild 7. Sagt mir was, ich glaube, da waren wir schon. Vorbei kann ich. Tagebuch eines Bergsteigers. Das gefällt mir. Oben auf den Bergen hat man seine Ruhe vor diesem ganzen Mist. Ruhe vor den Berserkern, den Outlaws und sogar Ruhe vor den Alps. Der Einsamkeit zieht mich immer weiter hinauf. Bald schon werde ich es schaffen. Nachdem ich an den Klippen von Tavar geübt habe, fühle ich mich bereit. Ich werde die Eisberge überwinden und von hier verschwinden. Ich habe viele Geschichten über das Land hinter Xarkor gehört. Von Städten, von Seen und vor allem von Frieden. Ich werde dieses gelobte Land erreichen. Koste es, was es wolle. Ich habe etwas Grollen gehört, oberhalb der Berge. Ich denke, dort lebt irgendwo ein Troll. Ich sollte vorsichtig sein und versuchen, sein Nest nicht zu kreuzen. Das schaffe ich schon. Morgen breche ich auf. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe den Code herausgefunden. 4259. Ich lasse dort meinen ganzen Kram, den ich nicht brauche. Jetzt nur nicht das Buch vergessen. 4259. Ein Safe? Die Klammer, wo ich es übersehen habe. Da ist nur was aufgebrochenes, da ist ein Schrank. 4259. Ach, da ist er. 4, 2, 5, 9. Geht doch. So, Magnesiumfackel. Perfekt. So, Logbuch. Was gibt's noch? Will ich aber nicht. Kallax ist in den Eisplatz zurückbeordert worden. Und ohne mich heranzukommen, muss ich meine Reise so lange auf den Zeitpunkt gekommen ist. Brüche gemacht. Muss ich da vielleicht noch was machen? William, Blake, Chloe. Na gut. Geh mal zu denen von mir aus. Was soll ich tun? Müssen wir uns einfach wieder mit denen rumstreiten?
Hey, wir aber nie. Natürlich witzig, wenn wir trotzdem noch die Fraktion wechseln könnten. Apropos, wie viel Geld haben wir denn eigentlich? Oh, wir müssen kurz umdisponieren. Ich muss kurz hier, Das sieht mir eigentlich vorhin noch nicht warm. Vor allem, da ist ein Teleporter. Wartet mal, wir laufen kurz erstmal dahin. Da lang. Ich will die Teleporter haben. Ja, brauchen wir die irgendwann mal, ne? Und dann haben wir den Salat. Ach, der speist schön. Ach, der gute Outlaw. Braver Outlaw. Kleiner, süßer, feiner Outlaw. Da halte ich mich raus. Outlaw ein. Was? Hinsetzen? Ah, klar. Nö, gerade kein Interesse. Muss jetzt nicht so unbedingt sein. Sie haben zwei gesund zu den Füßen. Müssen wir denen noch ein bisschen helfen? Das finde ich doof. Das mit Kaya finde ich auch doof, dass es da nicht mit ihr weitergeht. Dass wir hier mit ihm nichts mehr gerade finden. Viel Spaß im Vor. Danke. Wer die Hand? War ich da oben schon drauf? Sieht nicht so aus. Darf ich das mitnehmen? Dankeschön. Lol, der klettert halt hoch, während ich schon wieder am Verdüse bin. Roffel. Warte mal, hab ich da gar nicht was gesehen? Da war doch irgendwas. Wait. Second. Attention, please. War doch was. Da wollten wir eh mal hochlaufen, ne? Wenn wir gerade wieder da sind. Och, guck mal, der Golem da. So, kaputt. Förderbänder halt, wie man es kennt und gewohnt ist. Lol. Wie halt mal was drin ist, ne? Roffel. Hihi. Alter, Plasmazellen und wie viel? Was? Nur ein paar? Der Vollstrecker. Ich kann nur ein paar Plasmazellen mitnehmen? Echt jetzt? Naja. Waffe. Der Vollstrecker. 89 Damage und nicht nutzbar. Super. Hat aber einen leeren Sockel im Gegenzug. Er chillt eigentlich seine Basics. Hat sich aber immer gelohnt. Da drüben waren wir nicht auch noch nicht, ne? Finde es halt schade, dass man in die Gebäude nicht rein kann. Ja, da rechts drüben ist eh schon. Bist du Digge? Bin schon dran! Jo, das war aber auch mal wie close. So. Steck mal ein. Lass gucken. Vielleicht finden wir in dieser Rumpelkammer noch etwas Brauchbares. Wie mein Bruder sagte, einen Tannenbaum soll man erst wegschmeißen, wenn er abgeputzt ist. Ja, genau. Renn halt mir vorbei, anstatt an ihm. Genau, dead focus. I love you too. Ne, ist nur so ein Strahler. So ist zwar ein Stuhl, aber das ist irrelevant. Haben wir so einen blöden Dino? Ja, kaufst dir. 2,50. Ein kleiner. 2,50. Oh, doch, ich glaube, wir können da rein mal. Ich
bin überrascht. So, nur kurz anlegen, falls da drin gleich Surprise auf uns wartet. Ein Flugblatt wieder. Boah, es ist mir wieder dunkel, du. Weißt du, es sind so ein Haufen Flaschen, Dosen und Scheiß. Alles Blech, Schrott, Metallschrott vor allem. Könnte man ja verarbeiten, aber nö. Der Herr Feine möchte mal wieder nicht. Ah, hier geht's sogar runter, cool. Die Sonde IR-570 liefert gute Bilder. Wir behalten die Laufbahn bei. Korrektur der Laufbahn von H-62. Kam der Atmosphäre zu nah. M-25 hat vor 20 Minuten Störung gemeldet. Neue Daten von IR-570 empfangen. Daten wurden im Computer eingepflegt. Flugbahn des Objekts hat sich leicht verändert. Zweimalige Neuberechnung des Countdowns. Keine gravierende Veränderung. Das zweite Protokoll. Kannst du es aufspielen gleich bitte? Neue Daten von IR-570 empfangen. Daten wurden im Computer eingepflegt. Flugbahn des Objekts hat sich leicht verändert. Zweimalige Neuberechnung des Countdowns. Keine gravierende Veränderung. Okay, also nichts Relevantes hat sich getan. Gut. Enden Mac war mal, da waren wir auch. Hier auch. Gehen wir hier mal raus. Halt, da war noch ein Besen, nehmen wir mit. Ist wichtig. Important. Geh weg. Lass meine Fackel, Mann. Echt, dummer Arsch. Hey, hat sich aber bequem gemacht gehabt. Ja, hock dich halt wieder hin. Steh wieder auf. Lass die Fackel liegen. Hat nur Geld gekostet, ne? Ist egal. Ist egal. Das war wohl nichts. Oh, die trägt gleich kaputt. Zu einfach. Ja, in dem Fall schon. Magnesiumfackel, Schlafsack. Guter Teller. Weißt du, da ist halt noch ein fucking Gasbrenner. Nee, den lässt man liegen. Oder den Eimer. Ich verstehe den Kerl nicht. Oh, was haben wir da noch Feines? Metallschrott. Ray, verpiss dich. Nochmal Metallschrott. Nochmal Metallschrott. Doofes Viech. Da drüben ist nicht Schwefel, das brauchen wir. Ja, dann mach mal. Ich weiß. Du bist uns im Club ein bisschen doof. Bin schon dran. Ah, Hilfe. Ray, das ist aber nicht... Was war denn das jetzt? Ja, ich weiß. Ich sehe es ja. Ich finde mich trotzdem noch die Frage, wer hat den Zyklopen in diese Arme verpasst? Irgendwie muss er ihn umgebaut haben. Zu so einem Cyborg. Glaubt man nicht, dass er klug genug ist und hat es selber gemacht. Ray. Du bist echt eine tolle Hilfe, du Arsch. Und dir helfe ich, Mann. Echt super. Da war die Schwefelader. Ne, Gold sogar, okay. Vier Goldbrocken, yay. So, das Gebiet gecleant und dann gehen wir jetzt zum unserem eigentlichen Ziel, dem Teleporter, nachdem wir die zwei unten frittiert haben.
So, ehrenhafterweise um ein Schwert gekillt. So, Erfahrungspunkte, Wüstenteufel. Wüstenteufel, gibt da Fleisch? Nee. Nur Knochen, Zähne, Krallen und so ein Schrott. Ach. Du bist ja so ein Riesenvieh, also so ein Haufen Material frisst, ne? Dass man versehentlich gesagt getriggert hat. LOL, weil ich ja komplett das Steuer geflogen, das Zorns und der. Dass ich aber gegenseitig keinen Damage mache, finde ich faszinierend. So nicht, Urtier. Ja, hab's mitgekriegt. Ist halt mal gar nichts bringt, ne? Wenn man auf ihn schießt und sich einen Millimeter bewegt, trifft es zwar mal nicht mehr. Ist nur riese Kugel und ein riese Vieh, aber trifft halt nicht, ne? Weil die Olo. Ah, ich bin da ganz so spannend, dieser Kampf. Mir fliegt gleich das Trommelfell weg, wartet mal. Machen wir 50. So. Ja, hab kapiert. Wink. Luder. Von unseren 50 haben wir jetzt nur noch die Hälfte. Knapp. Gehabt. Also definitiv, dass wir da hingehen und uns einmal tritt, sind wir tot. Die Berserker haben nicht viel, viel bessere Rüstungen. Ja, mach. Perfekto. Dann bleiben wir wieder aufgegangen. Boah, Alter, das ist ruhig auf einmal. Ist ja schön. Was haben wir da vorne rumliegen? Ah, schau mal einer an. Heieieiei. Das hat sich immer wieder gelohnt. Lampe, Heiltrank, anderes Zeug, da rechts war auch noch irgendwo was. Eine Pflanze, noch eine Pflanze. Sonst ist ja leider nichts mehr, schade. Und eigentlich immer noch das eigentliche Ziel, wir sollten zum Teleporter gehen. Oder mit den Leuten reden. Oder eigentlich wollten wir vorher ins, Dings. Um, Rüstungssachen noch zu kaufen. Igna dann. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Hä, Baker? Warum, Ray? Was hast du hier für ein Problem mit, hä? Brauchst du aufs Maul? Speicher mal, geht's? Ach ja, als ob wir hier erst nicht gewesen wären. Der liegt immer noch. Hast du noch Loot? Tatsächlich? Ach, die bleiben liegen, solange die noch Loot haben. Das finde ich aber toll. Sehr, sehr löblich. Das wollte ich eigentlich nicht. Wenn ich das für Schild ziehe, ist jetzt auch egal. Jetzt mal schauen, Kampf. So. Gut, ganz abgeklappert hier, die Gegend haben wir natürlich auch noch nicht. Gibt schon viel zu entdecken. Ich denke nicht, dass es so ein Trümmer wird wie Skyrim, oder so ein Trümmer ist wie Skyrim einfach. Aber es ist trotzdem toll. Ich kümmere mich darum. Bin schon dran. Danke, ich wollte gerade sagen, bitte trefft, denn ich will nicht schießen. Ich will mir die Munition sparen. Wenn schon nicht sein muss. Ich
Je mehr ich mich auf diese Kuppel konzentriere, umso mehr erinnert sie mich an meine letzte Freundin. Die hatte ähnlich große Glocken. So. Hat man das Vieh schon mal? Komm auf jeden Fall mal, schlucken wir da. Ich glaube, der hält gar nicht so viel aus, du Mörder. Nö, dagegen. Das Biest kaufe ich mir. Okay, 59, in der Fall auch so groß ist. Lalala. Bravo, Ray. Hast du fein getötet. I'm proud of you. So. Halt, da lag was. Flugblatt wieder. Alles Flugblatt 2. Da können wir sogar noch reingehen. Schön. Schick, 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 schick. Da ist auch noch was mitnehmen. Ist alles Crap, den wir verkaufen können. Plasmazellen sind es leider nicht. Oh, da haben wir eine Öllampe. Okay. Und wir können Fleisch wahrscheinlich wieder machen, so wie ich mich... Hallo? Oh, 26, geil. Kann man noch was anderes brutzeln? Nö. Wir müssen unseren Wein raushauen, das mache ich aber nicht. Teilschrott. Sicherheitskontrollliste, Gespräch. Das können wir schon lange. Beginnen Sie damit, das Gerücht zu streuen, dass es an der Küste Rettung gibt. Dann wird dieser Zustrom schon sein Ende finden. Das war wohl nichts. Ja, nicht ganz. Ich hab's gesehen, ja. So. Jetzt zu aber. Einfach. Ah, wenn Schlösserknacken so einfach wäre. Lol. Zwangsschließfächer. Juhu, schnell rich. Eine Marke kurz entfernen. Sollen wir noch zu einem anderen Teleporter kurz laufen? Konverter von Tavar ist der. Da waren wir ja auch schon. Ich habe den nicht gesehen. Ist eigentlich schon peinlich. Das Biest kaufe ich mir! Hat sich gerade erledigt. Was so ein komischer Hescher-Typ. Wo eh nichts taugt. Wir waren eh. Ach Gott, wie lange das her ist, dass wir hier waren. Ich habe das so langsam das Gefühl, es stürmt immer mehr Richtung Ende gerade schon wieder zu. Spielzeittechnisch kann man eigentlich recht zügig voran. Ich weiß nicht, wie die es gerechnet haben, ob man Schnellreisen nutzt oder nicht. Ich glaube, die haben jetzt ohne Schnellreisen genutzt. Das hört sich dann besser an, wenn es mehr ist von der Zeit her, ne? Hey! Du hast getötet? Darf ich mitgucken? Bist du böse? Kit? Kit kann eventuell böse sein. Kit, was geht? Ich dachte schon, ich treffe hier draußen nie auf einen Menschen. Seit mehreren Tagen verstecke ich mich hier jetzt schon. Du musst mir helfen. Unsere Karawane wurde überfallen. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Was hast du jetzt vor? Ich hatte gehofft, ich könnte mit dir kommen. Alleine überlebe ich den Marsch ins Fort niemals. Ich hatte Glück, dass ich bis jetzt noch nicht von Alps gefunden oder von den Schakalen gefressen wurde. Bitte, du musst mir helfen, dass ich Hank Bericht erstatten kann. Erzähl mir, was vorgefallen ist. Eine Gruppe Alps hat uns überrascht. Wir sind mit unserer Karawane gerade aus Abessa wieder auf den Weg zurück zum Fort gewesen, als sie uns aufgelauert haben. Es hat keine 10 Minuten gedauert, da hatten sie uns abgeschlachtet. Wie hast du überlebt? Ich konnte mich rechtzeitig verstecken. Scheiße nochmal, ich bin gerade erst zum Läufer befördert worden. Dachte, ich kann ein paar leichte Aufgaben im Fort erledigen. Falsch gedacht. Stattdessen werde ich rausgeschickt und muss mit ansehen, wie meine ganze Karawane abgeschlachtet wird. Du bist ein Läufer? Ja. Das ist der unterste Rang im Fort. Man bekommt Zugang zu Rüstungen und ein paar von den geilen Stims. Aber das war's auch erstmal.
Wenn man bessere Ausrüstung möchte, muss man sich schon hocharbeiten. Das war genau das, was ich vorhatte, bevor dieser ganze Mist hier passiert ist. Ah ja. Ich helfe dir zurück ins Fort zu kommen. Ich danke dir. Ich habe wirklich Schiss alleine hier draußen. Am besten gehst du voraus, ich werde dir folgen. Okay. Tschüss. Wasserflasche. Gut, der Mais halt gerade. Eine andere Mission. Ach, da unten haben wir noch eine Kiste. Ach nee, folgen wir beide jetzt. Oh, cool. Ich helfe dir. Mach das. Weißt du, bevor er schon tot ist. Ist wohl schon tot. Dann bringen wir den mal kurz zurück ins Fort. Ins Fort, ins Fondue. Genau, ich bringe ihn zurück ins Fondue. Ach, Pogi, du und deine Aussprache, du kleines französisches Kretel, du. Oh, magnifique. Was gibt's hier? Gibt's hier Schrott? Gibt's hier Schrott? Gibt's hier. Ja, Metallschrott. Das gibt's. Noch mehr Metallschrott. Sonst nix? Außer ein Abgrund. Was ist das? Ein Stein. Steine brauche ich nicht. Hab ich schon. Gallensteine, Blasensteine, Arschsteine. Können wir vorher nicht noch zum Teleporter gehen? Der ist so nah, doch nicht so fern. Dann reiß mal einfach raus zurück. Ist ja scheißegal. Da unten ist ein Durchgang. Cool. Vor allem sollten wir noch zurück und aber man muss diese großen Tränke machen können, damit uns echt Skillpunkte geben. Das ist halt schon ein bisschen pervers. Ne? Okay, wer ist das? Ich warte lieber. So, da bin ich. Ich warte lieber. Ich muss den jetzt echt erst zurückbringen. Wer ist denn da noch weg? Ist ein Fußmarsch, ich hoffe, der bleibt stehen. Warte. Ich speichere Gott so. Darf ich erstmal nicht mal zwischenspeichern. Was ich immer so lieben gern tue. Der ist deaktiviert, das heißt schon mal, dass da keine Alps mehr sind. Soll ich vielleicht Kaya eher mal zu solchen Stellen hier mitnehmen? Wäre es nicht sinniger? Frostbeulen in der Wüste. Das ist doch nicht normal. Ja. Okay, hier waren wir doch mal nicht. Ich dachte jetzt, wir waren hier schon gewesen. Ich war nicht nach der festen Überzeugung. Oder ich habe den Typ einfach noch nicht gesehen. Ich kümmere mich darum. Ja, mach mal. Ich glaube, so Gegner auf der Minimap anzeigen lassen wir gar nicht verkehrt. Nee, Aufzug ist nicht da, das heißt, wir waren hier schon. Weil Aufzüge sind nicht immer unten. Da habe ich die zwei Kollegen nur knallhart übersehen. Okay, läuft. Passiert. Und den Mac da hinten. Das Biest schafft mich hier. Nö, das Biest ist out of order, sorry. Schon wieder ein neuer Defekt. Ich warte hier. Ja, ist ein bisschen kalt, habe ich das Gefühl. Weil selber läuft er da nicht durch, der Arsch. Aber wenn er uns wieder folgt, dann läuft er durch. Ja, that logic. Ich hoffe, Kit ist noch da. Oder ist Kit jetzt tot? Ich
Falls geht tot ist, müssen wir jetzt nochmal neu laden, den abbringen und dann wieder herkommen. Oh Gott. Nee, da steht der kleine Pisser. Wunderbar. Kit, ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass du an dem Tod schuld bist. Weil da liegen zwei Outlaws. Hm, ich weiß ja nicht. So, da bin ich. Ja, sehr schön. Dann komm mal mit, Digga. Ich glaube, wir laufen aber mit dem ganz regulär, ne? Mal gucken, was wir unterwegs noch so finden hier. Vielleicht stimmt's auch, aber die müssen ja den kennen eigentlich. Das Biest kaufe ich mir. Cool, danke. Ich könnte mal so fast erstmal herkommen und hier durchrennen. Aber das Problem ist, der Kleine bleibt ja immer stehen. Oh, ein Knochen, danke. Ich warte lieber. Was? Da war ich schon? Echt? So, da bin ich. Ray! Kuckuck! So. Drüben haben wir noch eine komische. Nee, die ist egal, die Pflanze. Es ist schön, wenn man überall mal rumlaufen kann. Mana tragen, dann kann man nicht gut verticken, gibt gut Geld bestimmt. Eines Tages müssen sie eh sterben. Wenn wir eh gerade zu dritt sind, nutze die Möglichkeit. Ich sag's dir laut. Jungs, was macht ihr? Müssen wir mal kurz trinken. Na nein. Und weiter geht's. Ein bisschen unsere Psychkräfte verbessern, habe ich schon erwähnt. Er hat nämlich viel. Und er ist tot. Perfekt. So, wartet mal kurz. So, Attributpunkte. Konstitution. Intelligenz macht unsere Dings besser. Intelligenz gibt deine geistigen Leistungsfähigkeiten wieder. Es erhöht je nach Fraktionszugriff auf deine Mana und deine Psychkraft und ermöglicht dir bestimmte Fähigkeiten zu erlernen. Geschicklichkeit, Gewandtheit wieder, sie den Fernkampfschaden ermöglicht dir bestimmte Gegenstände zu nutzen. Wir haben eh so viel, dann machen wir da mal auf 50. Christenheit gibt eine soziale Kompetenz wieder, sie ermöglicht. Machen wir hier auf 40, weil das wäre vielleicht mal verkehrt, weil manchmal ist es irgendwie ein bisschen zu blöd. Situationen zu erklären. Was war da? Ach, Wolfskraut. Okay. Ich dachte gerade. Was haben wir hier? Keine Pflanze. Gut. Hier. Trink mal kurz. Energiespeicher. Ah, fast voll. Da drüben ist es ja schon. Traum. Halt, da kommen wir hoch. Da ist eigentlich der ursprüngliche Punkt, wo ich hin wollte. Und wir müssen noch eins kurz machen. Hier diesen Marker entfernen. So. Und den da hinten können wir uns eigentlich auch fast noch holen. Südklippen. Jetzt läuft man schon die Teleporter ab, du. Das ist schon arm. Hol dein Schild raus, Günther. Speicher. Attacke. Perfekt. Zusammen haben wir es geschafft. Die Macht des Trios Tick, Trick und Track sind unterwegs. Tick, 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 Tick und Track. Haben den Knack. Warte mal, nee, gab's ja nicht, nee. Das war Chip und Chap. Chip, Chip, Chip und Chap. Ritter des Rechts. Chip, Chip, Chip und Chap. Und den Bösen geht es schlecht. Sie leben über. Nee, sie tun über. Sie machen irgendwas, um nicht gut zu tun. Ach, was weiß ich denn. Hallo, hab einen Freund. Endlich. Ich kann es nicht fassen, dass ich heile aus der Sache herausgekommen bin. Hier, das ist alles, womit ich dir danken kann. Ich werde das Fort nie wieder verlassen. Darauf kannst du Gift nehmen. Ich werde sofort zu Hank gehen und ihm Bericht erstatten.
Die Leute müssen erfahren, dass unsere Nachschubroute zwischen dem Vor- und Abessa nicht mehr sicher ist. Ich gehe mal mit. Dann hängt weiter da vorne gleich, also so weit läuft er nicht. Kurz noch ein Steak rein. Ah, zwei Steaks. Wobei, drei, komm, Luxus heute. Drei Steaks gehen immer. Aber ich meine, Hank war. War das Hank? War Hank jemand anders? Okay, Hank war doch nicht er. Und die laufen ja tatsächlich dahin. Von daher, vielleicht können wir da noch eine Mission abgrasen. Das war toll. Können wir uns vor dem Ende drücken, noch ein bisschen skillen bis dahin. Und dann pumpen wir es so übelst mit Elixir voll, dass das uns schlecht wird. Natürlich auch machen könnten, aber ja. Ah, hier riecht es so geil nach diesem warmen Lederduftspender hier. Also da gibt es so da kann man so Holzstäbchen reinstecken in so ein Ölzeug und dann duftet das raus. Und ich habe da kurz mal was gesehen, das hieß warmes Leder, habe ich mal dran gerochen. Alter, war das geil. Ja, Kid, was jetzt? Fehlplanung deiner Route. Please call again later, oder was los? Ja, ja, was denn? Ja, guck, du kannst so. Ah, ich auch, okay. Das riecht ja schon ein bisschen arg geil. Jetzt siehst dir doch mal an. Auf dem Ding steht was drauf. Hm. Welches Ding? Wo drauf? Ich erkenne ein Q, ein U und ein Y. Aber warte mal, wir müssen doch eh hier hin. Aber ich würde da vorher noch nach Ignaton. Und hier liegt noch Schrott. Ich war hier noch gar nicht. Scheiße. Guck mal, was er noch rumliegt. Alter, ich entdecke immer wieder Geschäft nice. Bobs Geschäft stinkt. Also halt dir die Nase zu. Warte, ich muss aufholen. Kit? Wann sind wir da? Wir haben noch nie das ganze Lager abgesucht. Ich schäme mich gerade ein bisschen. Muss man da rein? Komm mal mit. Cool. Hey, Hank. Schlechte Nachrichten. Unsere Karawane wurde von den Alps überfallen. Psst, bist du wahnsinnig? Du saunest doch noch lauter raus. Ich hab mir schon sowas gedacht, weil ihr so lange gebraucht habt. Wir müssen es den Leuten sagen. Die Leute müssen erfahren. Verdammt, Kit, hältst du jetzt die Klappe? Wenn die Leute wüssten, dass wir Probleme mit dem Nachschub aus Abessa haben, könnte es zu einem Aufstand kommen. Aber wir müssen es dem Duke sagen. Wir können doch nicht einfach... Entweder du hältst jetzt sofort die Klappe. Oder ich bringe dich zum Schweigen. Nein, das geht nicht. Die Leute müssen es erfahren. Wir müssen handeln. Verdammte Scheiße, jetzt reicht es. Du wirst mich noch kennenlernen. Okay. Digga, was geht? Wenn du was von den Mädels willst, sprich selbst mit ihnen. Oder bist du hier, weil du was zu beißen willst? Dann musst du warten, bis du an der Reihe bist. Allerdings ist mir deine Nase noch nicht untergekommen. Du hast deine Ration wohl immer woanders besorgt, was? Ha! Wenn ich dich so angucke, wird mir auch klar, warum. Die lausige Küche der Kleriker war wohl deine Nahrungsquelle. Aber wer's mag? Ja. Ich hab deine Warenkisten von der Karawane. Das ist ja schon immerhin etwas. Aber du Idiot hast zugelassen, dass Kit hier ins Lager gekommen ist. Und jetzt verschwinde. Du hast Kit getötet. Ganz richtig. Ich hatte keine andere Wahl. Und wenn du mitbekommen hast, warum, dann solltest du unbedingt die Schnauze halten. Sonst passiert mit dir das Gleiche. Alles klar? Bist du der Koch hier? Tolle Perspektive, ich weiß. Der Koch? Im Leben nicht. Aber ich gebe die Rationen aus. Du musst wissen, der Duke kümmert sich um seine Leute. Und wer für den Moment nichts zu beißen hat, der bekommt sein Fressen bei mir. Mhm. Und das macht der Duke ganz ohne Gegenleistung. Und wo bekommst ihr das? Ja. Und woher bekommt ihr das ganze Zeug? Unsere Fledderer streifen durch die Wüste und holen dabei alles Essbare aus den Ruinen. Sei es ein paar alte Büchsen oder streunende Viecher, die einen guten Braten abgeben. Mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Wenn du zu uns gehören würdest, dann könntest du dir bei mir deine tägliche Ration abholen. Aber weil ich einen guten Tag habe, mache ich für dich mal eine Ausnahme. Hier, nimm. Danke.